Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns 8 Fußballspieler, die beim Betrügen erwischt wurden, an. Ey, hört auf zu schummeln. Ich bin der Einzige, der schummeln darf. Schummelwakes ist der Einzige, der schummeln darf. Deswegen, Freunde, gucken wir uns das Ganze an. Dann nehmen wir das Ganze mal unter die Lupe. Lasst einen Daumen hoch da, lasst ein kostenloses Abo da, wir gehen rein. In diesem Video tauchen wir tief in die dunkle Seite des Sports ein und werfen einen Blick auf einige der bekanntesten Fußballspieler, die beim Betrügen erwischt wurden. Von skandalösen Handspielen. Ich habe gerade schon einen Move gesehen von einem Torwart, das war ein 1000 IQ-Move, aber auch eklig. Manövern. Aber muss auch mal dreckig sein. Bis hin zu einem Betrugsfall, der zu einer lebenslangen Sperre im Fußball führte. Hier sind 8 Fußballspieler, die beim Betrügen erwischt wurden. Nummer 8. Erinnert ihr euch noch an die FIFA-Weltmeisterschaft 2010? Jupp, war das, ja. Da gab es einen unglaublichen Moment, der verdeutlicht, wie verrückt und leidenschaftlich Fußball eigentlich sein kann. Luis Suarez, der uruguayische Stürmer, der für seine skurrilen Aktionen auf dem Spielfeld bekannt ist, sorgte damals für Schlagzeilen, die bis heute in Erinnerung geblieben sind. Was war nochmal? Dieser Vorfall ereignete sich im Viertelfinale zwischen Uruguay und Ghana und katapultierte Suarez ins Rampenlicht. Stellt euch die Szene vor. Die letzte Minute der Verlängerung, die Spannung auf dem Höhepunkt und dann, aus dem Nichts, setzt Suarez alles auf eine Karte. Ein Kopfball von Suarez rettet sein Team so vor dem sicheren Aus. Aber natürlich gibt es einen Elfmeter für Ghana, die Möglichkeit haben, zum ersten Mal in ihrer Geschichte ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Doch nun folgt der Höhepunkt dieser Geschichte. Asamoah Gyan von Ghana tritt zum Elfmeter an. Er donnert den Ball voll. Stellt mal vor, ihr sichert den Ball auf der Linie mit der Hand. Kriegt natürlich zu Recht eine rote Karte, weil das ein klares Tor gewesen wäre. Denkt, nein, jetzt kassieren wir ein Tor und ich bin vom Platz, es hat sich nicht gelohnt. Und dann verschießt der Spieler aber. Das heißt, es hat sich komplett gelohnt und deine Mannschaft gewinnt und alles war gut. An die Latte. Uruguay gewann schließlich im Elfmeterschießen und zog so ins Halbfinale ein. Aber Suarez fehlt im Halbfinale dadurch, ne, wegen der roten Karte. Nach dem Spiel wurde Suarez gleichermaßen gefeiert und verurteilt. Die einen bezeichneten ihn als Held, der alles für sein... Und die Ghanesen, ne, oder die aus Ghana haben ihn, glaube ich, komplett verflucht. Alter, wäre ich stinkig auf den Mann, wäre das gegen Deutschland oder so passiert. Hilfe. Team gegeben hatte, während die anderen ihn als Schwindler betrachteten, der den Fairplay-Gedanken im Fußball untergraben hatte. Aber was denkt ihr darüber? War Suarez Handspiel zu viel? Bro, im Endeffekt, er ist weitergekommen. Was soll ich euch erzählen? Im Endeffekt ist er weiter. Hätte auch andersrum laufen können. Die hätten das Ding reinmachen können beim Elfmeterschießen. Oder beim Elfmeter und dann hätten die das Spiel drehen können, so, ne? Spiel des Guten oder hättet ihr genauso gehandelt? Team Schwindler? So, hau den Elfmeter rein, dann gibt's diese Diskussion gar nicht. Oder doch eher Team Held? Schreibt's mal in die Kommentare. Nee, gehört sich schon nicht, aber trotzdem scheißegal. Am Ende ist es passiert. 2002 in Südkorea und Japan war einfach unglaublich. Es gab unzählige verrückte Momente, aber einer davon, naja, eher negativ, war die Schwalbe von Rivaldo. Es ist das Achtelfinale zwischen Brasilien und der Türkei. Das Spiel geht in die Endphase. Habt ihr gerade R9s Frisur gesehen? Ich finde die so geil. Also, Brasilien liegt 2:1 in Führung. Aber dann, in der 87. Minute, kommt dieser Moment. Rivaldo, der gefeierte brasilianische Stürmer, ist in der Nähe der Eckfahne. Ein türkischer Spieler schießt ihm den Ball unabsichtlich ans Bein. Und was macht Rivaldo? Der liefert uns eine Show, die sich gewaschen hat. Ich meine, der greift sich so krass ans Gesicht, als hätte ihm jemand einen Vollspann ins Gesicht geknallt. Daraufhin fällt er zu Boden und jammert vor vermeintlichen Schmerzen. Der Schiedsrichter... Hat er ja mit Verlobung drin gespielt. Damals noch ohne den Luxus von Videobeweisen, fällt auf Rivaldos Schauspiel herein und zeigt dem türkischen Spieler, der den Ball gepasst hatte, die rote Karte. Die Türkei war nun in Unterzahl und Brasilien konnte über das Spiel Überhand nehmen und gewann somit am Ende mit 2:1. Digga, gegen die Türken! Nee, hat er nicht gemacht. Der hat doch für immer und ewig Hater. Digga, das werden die ihm niemals verzeihen. Ich weiß, wie meine türkischen Brüder sind. Die sind die stolzesten, Digga, wenn es um Fußball geht, da verstehen die gar keinen Spaß. Real Talk. Was glaubt ihr, warum die lautesten Fans der Welt haben? Das ist komplett krank, wenn Gala gegen Fenner und so spielt. Die Auswirkungen dieser Schwalbe waren also echt krass. Ich meine, Brasilien zog so ins Viertelfinale ein und machte weiter auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Stell mal vor, er hätte das jetzt gemacht mit Videobeweis und so. Lachflash. Aber Rivaldo bekam trotz alledem einen fetten Shitstorm ab. Fußballfans auf der ganzen Welt verurteilten sein Verhalten als unfair und unsportlich. Ja, die Schwalbe safe. Von Rivaldo wurde zum Symbol für die Schattenseite des Fußballs, wo Spieler versuchen, die Schiris zu veräppeln und das Spiel in ihre Richtung zu lenken. Dir gefällt das Video? Dann lass jetzt gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Ja, Mann, lasst mal ein Like, dann abonniert den Kanal, Freunde, ist kostenlos.
Sei nicht zu faul. In Zukunft keine Videos mehr von mir zu verpassen. Du hast auch noch 3 Sekunden, bevor es weitergeht. 3, 2, 1. Danke. Go. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der Nummer 6. Wir haben das Jahr 1986, befinden uns in Mexiko und es ist die FIFA-Weltmeisterschaft. Argentinien steht im Viertelfinale und spielt gegen England. Ein episches Duell voller Emotionen, in welchem es nicht nur um Tore und Punkte, sondern um weitaus mehr geht. Und da ist er, Maradona, der brillante Fußballmagier, der sich durch die englische Abwehr schlängelt. Er umspielt einen Spieler nach dem anderen und dann bäm, das Netz zappelt. Die Menge tobt vor Begeisterung. Aber Moment mal, der Schiedsrichter gibt das Tor? Was zum Teufel ist da passiert? Und hier kommt das Unvergessliche. Diego Maradona hat gerade mit seiner Hand ein Tor erzielt. Die berühmte Hand Gottes. Maradona nutzte seine Hand, um den Ball ins Netz zu befördern. Ein Trick, den niemand erwartet hatte. Auch der Schiedsrichter nicht. Warum aber heißt es die Hand Gottes? Und nein, es liegt nicht daran, dass Maradona göttlich Fußball spielt, sondern dass Diego Maradona einem Interviewer, als ihm dieser die Videoaufnahme des Tores zeigte, ohne zu zögern sagte, das war die Hand Gottes. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber trotzdem noch, warum hat der Schiedsrichter das nicht gesehen, wenn es doch aber alle vor dem Fernseher taten? Naja, zum einen gab es natürlich noch keinen Videobeweis und zum anderen war Maradona so geschickt und raffiniert, dass er den Schiedsrichter erfolgreich täuschte. Manche beschreiben seine Tat deswegen als eine Art Zaubertrick auf dem Rasen, der den Schiedsrichter grandios täuschte. Aber wisst ihr was? Das war immer noch nicht alles. Maradona wollte sicherstellen, dass Argentinien gewinnt. Also, nur 4 Minuten später erzielte er ein weiteres Tor, das bis heute als eines der besten Tore aller Zeiten gilt. Er dribbelte sich durch die englische Mannschaft wie ein wahrer Fußballzauberer und netzte ein. Diesmal benötigte er auch nicht die Hilfe seiner Hand, um dieses Tor zu erzielen. Am Ende gewann Argentinien mit 2:1 und Maradona wurde zum Helden des Tages. Die Hand Gottes Aktion wurde zur Legende und ein Teil der Fußballgeschichte, die wir sicherlich nie mehr vergessen werden. Nummer 4. Es ist die FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und wir befinden uns im Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Mexiko. Die Spannung in diesem Spiel ist kaum auszuhalten, denn es steht 1:1 durch ein Tor der Niederländer in der 88. Minute. Die Nachspielzeit beginnt, als die Dinge anfangen, wirklich dramatisch zu werden. Inmitten all der Erwartungen und des Nervenkitzels steht Arjen Robben. Junge, Arjen Robben, ne? Das Arjen Robben Ribéry, diese Zeit war echt unglaublich damals. Der gefeierte holländische Flügelstürmer. Er ist nicht nur für sein beeindruckendes Tempo und seine Dribbelkünste bekannt, sondern auch für seine Tendenz, gelegentlich Fouls zu inszenieren. Und genau das geschieht in diesem denkwürdigen Moment. Was hat er wieder gemacht? Robben stürmt in den mexikanischen Strafraum und wird scheinbar... Das war so geil für die Spieler damals. Ne? Die konnten die Schiris so verarschen, Digga. Die konnten mal so eine Schwalbe rausknallen, haben dafür einen Elfmeter bekommen. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr. Stell dir vor, du hast einen Elfmeter für deine Mannschaft rausgeholt. Manche würden es feiern an der Mannschaft, also viele haben es wahrscheinlich richtig gefeiert, haben sich danach tot gelacht, weil die sich so dachten, Junge, wie kann man sowas pfeifen und so. Ihr kennt das ja, wenn man mit seiner Mannschaft spielt und dann irgendwas passiert und dann lacht man sich danach in der Kabine tot und so. Das ist bei den Profis genauso. Aber das geht ja heutzutage gar nicht mehr. Von Rafa Marquez berührt. Doch dann beginnt die Show. Robben fliegt durch die Luft, als hätte ihn ein Tornado erfasst. Sein Sturz ist dramatisch. Er rollt und dreht sich, als ob er in Zeitlupe fliegen würde und landet schließlich auf dem Boden. Die mexikanischen Spieler und Fans sind außer sich vor Wut. Doch der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter für die Niederlande, was letzten Endes den Sieg für Robben und sein Team bedeutet. Das ist so krank, ne? So eine Aktion haben damals ein Spiel entschieden, so Fehlaktionen, ne? Aber das gehört irgendwie zum Fußball dazu. Jede Mannschaft hat es mal mitbekommen und man hat den Frust so gespürt von den Leuten, wenn es passiert ist. Oder man hat auch selbst Frust, wenn es seiner eigenen Mannschaft passiert ist. Die Kontroverse. Aber irgendwie hat das dazugehört. Also um Robbens Schwalbe ist gewaltig. Die Fußballwelt diskutiert intensiv über dieses Ereignis. Doch dann tritt der Verursacher Arjen Robben selbst vor die Kameras und gibt vor der ganzen Welt zu, dass er in dieser entscheidenden Phase des Spiels versucht hat, durch eine Schwalbe einen Vorteil für sein Team zu schaffen. Er entschuldigt sich zwar später auch für sein Verhalten, aber was denkt ihr? Ist ja, Bro, in der Situation hat er sich halt fallen lassen, ne? Was soll man sagen? War halt damals so. Das kann man fühlen, das kann man aber. Schwalbe gerechtfertigt, um sein Team in Führung zu bringen, oder? Ich sag ehrlich, ich fand es sogar manchmal witzig, aber ja, nur wenn es halt so eine neutrales Game war, wo ich kein Fan von der einen Mannschaft war und kein Fan von der anderen Mannschaft war. Wenn das passiert ist gegen HSV oder so und da hat jemand eine Schwalbe gemacht und dann gab es Elfmeter, dann natürlich. Was ist das für eine scheiß Regel? Das Digga, der Schiri und. Ne?
geht Moral und Regel vor. Nummer 3. Frankreich und Irland spielen in einem entscheidenden Playoff-Spiel um die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Die Spannung ist greifbar und beide Teams kämpfen um das begehrte Ticket für das große Turnier. Doch dann kam der Moment, der die Fußballwelt in Aufregung versetzte. In der Verlängerung des Spiels, in der 103. Minute, geschieht das Unglaubliche. Ein hoher Ball segelt in den irischen Strafraum und Thierry Henry hebt seinen Arm und lenkt dadurch den Ball mit seiner Hand in Richtung Tor. Die Zeit scheint stillzustehen, als der Ball den Weg ins Tor findet. Die irischen Spieler sind schockiert und stürmen auf den Schiedsrichter zu, um gegen das eindeutige Handspiel zu protestieren. Doch der Schiedsrichter, und das ist der Knackpunkt, hatte die Szene nicht gesehen und gibt das Tor. Die Empörung und der Aufschrei in der Fußballwelt waren unüberhörbar. Das irische Team und seine Fans fühlten sich betrogen und die... Bro, das ist aber auch scheiße. Also das ist echt, Schwalbe ist eine Sache, aber mit Hand, Ball, er hat ja 2-3 Mal den Ball mit der Hand so angenommen, nach unten getan und dann gespielt, Junge. Aber was soll ich sagen, das passiert ja auch heutzutage noch mit dem Videoschiedsrichter, ne? Ich habe eben noch Bremen gegen Köln geguckt, wer das Spiel gesehen hat, der weiß Bescheid. Justin hatte ein Laufduell gegen irgendeinen Kölner. Ey, der Typ hat den Ball einfach mit der Hand angenommen, weggeschmissen so mäßig. Justin hat komplett reklamiert, aber dadurch, dass das nicht im Strafraum war, haben die einfach weiterspielen lassen, weil der Schiri das nicht gesehen hat, ne? Ist geistkrank. Forderungen. Obwohl es den Videoassistenten gibt, der darf bei solchen Aktionen da nicht einschreiten, wenn das nicht eine klare Torchance war oder so, oder wenn es nicht um was richtig Krasses ging, aber das war ein klares Handspiel. Es hätte vielleicht zur Torchance kommen können. Bei einer Wiederholung des Spiels oder einer Überprüfung durch die FIFA wurden laut. Thierry Henry selbst gab später zu, dass er seine Hand benutzt hatte, um den Ball zu kontrollieren. Er entschuldigte sich auch bei den Iren, doch der Schaden war bereits angerichtet. Dieser Vorfall zeigt, wie ein einziger unsportlicher Moment den Verlauf eines wichtigen Spiels und sogar die Träume eines ganzen Landes beeinflussen kann. Nummer 2. Ja, bei sowas ist dann der Videoschiedsrichter geil, ne? Aber man muss da eine klare Linie haben. Man kann nicht sagen, dass das, ja, manchmal kommt trotzdem noch manchmal gibt es trotzdem noch Fehlentscheidungen, ne? Chile und Brasilien stehen sich in einem entscheidenden Qualifikationsspiel für die FIFA-Weltmeisterschaft 1990 gegenüber. Die Spannung auf dem Platz ist zum Greifen nah. Aber was sich gleich abspielen wird, hat wenig mit sportlicher Fairness zu tun, sondern mehr mit einer oscarreifen Schauspielerleistung. Die Uhr tickt und das Spiel ist hart umkämpft. Plötzlich geschieht das Unfassbare. Was der chilenesische Torhüter Roberto Rojas geht zu Boden und hält sich das Gesicht, als hätte ihn ein Meteoritenregen getroffen. Die Zuschauer reiben sich ungläubig die Augen, während sich Spieler und Schiedsrichter in eine hitzige Diskussion stürzen. Doch was ist passiert? Hat ein Meteorit tatsächlich den Platz gestreift? Naja, nicht ganz. Der Torwart liegt verwundet neben einem wohl von der Tribüne stammenden Feuerwerkskörper. Jeder glaubt, dass dieser auf den Torwart geflogen und er sich dadurch verletzt hat. Aufgrund dessen wird er vom Feld getragen und das Spiel abgebrochen. Ein Tag nach dem Spiel in den Nachrichten veröffentlichte Bilder zeigen das wahre Ausmaß der Situation. Rojas hat die Verletzung lediglich inszeniert und tut nun so, als sei er von einem neben ihm landenden Feuerwerkskörper getroffen worden. Hä? Das Ziel, das Spiel abzubrechen und eine Wiederholung zu erzwingen. Chile lag zu diesem Zeitpunkt nämlich mit 1-0 zurück und brauchte unbedingt einen Sieg, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und Rojas dachte, dieser Schwindel sei der Schlüssel zum Erfolg. Die Konsequenzen für Rojas und Chile sind verheerend. Rojas wird lebenslang gesperrt und Chile wird von der Qualifikation ausgeschlossen. Der Versuch wird zur Schande des chilenesischen Fußballs und zur Warnung an alle, die versuchen, ein Spiel zu manipulieren und zu betrügen. Der Arm wurde einfach gesperrt. Stell dir vor, du bist eine Junge, wie krank, aber das ist auch eine echt unkorrekte Aktion, wenn da echt nichts passiert ist, ein Spiel abbrechen zu lassen, sich das vorzutäuschen, dass man mies verletzt ist und so, das geht gar nicht. Also normal, Spieler, wenn es in die Verlängerung geht, die legen sich mal hin, Krampf, dies, das gehört dazu, aber so doll Schauspieler, dass die rausgetragen werden müssen, dass das Spiel abgebrochen wird, dass das Spiel wiederholt wird, ist zu viel. Elfmeterschütze. Es steht 0-0 und du stehst kurz davor, zum Elfmeterpunkt zu gehen. Jeder erwartet, dass du triffst. Dein Team, die Fans, okay, und das war's auch schon. Die Gegner wollen ja nicht unbedingt, dass du triffst. Egal. Wenn du triffst, bist du der Held. Versagst du, bist du der Loser. Während du dich darauf vorbereitest, den Schuss auszuführen, versuchst du ruhig zu bleiben. Du möchtest jetzt nicht, dass irgendetwas oder irgendwer deine Vorbereitungen stört. Das Letzte, was du in diesem Moment möchtest, ist, dass der Torwart des Gegners absichtlich den Elfmeterpunkt sabotiert, bevor du schießt. Und ja, das ist genau das, was Torhüter Marvin Hitz in seiner Zeit beim FC Augsburg getan hat. Wir befinden uns mitten in einem Bundesligaspiel zwischen Augsburg und dem 1. FC Köln im Jahr 2015. Es kommt zu einem angeblichen Foul im Augsburger Strafraum. Elfmeter. Aber das passiert auch noch heutzutage oft. Ich sehe auch so, wie die Spieler nochmal hingehen, wenn jemand Freistoß ausführt oder
wenn jemand einen Elfmeter ausführt, dass die da irgendwas am Punkt machen oder den Spieler halt irgendwie nerven und so. Da. Der Schweizer Torwart will mit dem Schiedsrichter sprechen und begibt sich zum Elfmeterpunkt. Es herrscht Chaos und was nun keiner der Schiedsrichter auf dem Platz bemerkt, fällt anschließend Millionen von Menschen im Fernsehen auf und sorgt für große Diskussionen. Marvin Hitz rutscht mit seinen Stollen auf dem Elfmeterpunkt rum, dreht sich ein paar Mal und beschädigt dabei den Rasen und somit auch den Abschusspunkt zum Elfer. Doch dann passiert es. Er rutscht tatsächlich auf dem beschädigten Rasen aus und trifft den Ball deswegen nicht sauber. Der Torhüter hält, der schmutzige Trick hat tatsächlich funktioniert und so unkorrekt, Spiel mit 1:0. So unkorrekt, aber hat was gebracht, ey. Der ist wirklich ausgerutscht, wie krank. Freunde, das war ein sehr, sehr hitziges Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Peace.